Howdy Partner und willkommen zu Yu-Gi-Oh! Death Pro, einem Spiel, das keine Ahnung wann rausgekommen ist, aber ein Spiel, auf das wir auf jeden Fall mega Bock haben. Ich bin gerade erst aufgestanden und mit dabei ist der Kev. Hey! Hast du mir eine Anfrage geschickt? Ja, nee, du mir. Ich habe gar nicht auf Duellieren gedrückt, Digga. Ja, geil an dem Spiel auf jeden Fall. Man hat direkt von Anfang an... Scheiße. Alle Karten und kann sich daraus sein Deck zusammenstellen und ja. Wir lassen direkt mal den Kalle anfangen. Oh mein Gott, was ich gezogen habe, ist gar nicht mal schlecht. Eieieiei. Heute erstmal so ein bisschen zum Zeigen und dann haben wir gedacht, machen wir die nächsten Folgen, dann werden Punkte aufgeschrieben, wer gewonnen hat und so weiter. Ja. Möchtest du auch gleich ansprechen, dass wir das vielleicht sogar nach Zuschauervorstellung machen, wer gegen wen mal spielt, mit was für einem Deck und halt auch so nach den Serien so ein bisschen handeln? Ja, haben wir vorgehabt. Wer die Serie kennt, ich zum Beispiel bin gerade dabei, den Anime zu gucken und halt die Decks der Protagonisten nachbauen und die mal gegeneinander antreten lassen. Ja, haben wir auf jeden Fall Bock zu. Wenn das ein bisschen aktiver geschaut wird, dann könnt ihr auch Vorschläge machen, wer gegen wem spielen soll. Und ja. Ich hab Bock drauf. Zweimal, alles klar. Ich hab sie gleich zweimal auf der Hand gehabt. Ich hab die nur zweimal drin, Digga. Ich hab die nur zweimal drin. Ja, das Deck, was ich hier habe, ist ein Hexer-Deck. Das habe ich mir nach den Vorstellungen eines Internet, keine Ahnung wie der hieß, Internet-Superstars. Superstars gemacht. Und werden wir dann mal sehen, was jetzt dabei rauskommt. Ja, ich weiß es noch nicht, weil das Deck ist zwar an sich nicht schlecht, aber es ist halt extrem auf Züge aufgebaut, die halt nicht so mein Fall sind. Ich bin eher so der Oldschool-Spieler, also ich war vor den Synchro-Monstern am Start. Und Kalle hat auch noch die Synchro-Monster etc. mitgemacht. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch so sich alles entwickelt. Also der baut sehr, sehr oft auf Züge auf, holt ein Vieh, das wird zerstört, dann holt er ein neues dadurch. Und das habe ich halt nicht so viel drin. Zwar jetzt in dem Deck schon, aber wie gesagt, das hatte ich mir ja aus Internet rausgesucht. Ist da Bescheid? Ja, aber ist ja wie gesagt nicht so, dass wir immer dasselbe Deck spielen. Richtig. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dieses Duell jetzt zählt noch nicht für die Punktewertung. Also wer jetzt gewinnt, ist an sich egal. Obwohl eigentlich klar ist, wer gewinnt und ja. Oh. Na gut, bis jetzt sieht es echt schlecht aus für mich. Das hat aber noch nichts zu sagen. Also eine Sache, die der liebe Kev zum Beispiel nicht mehr miterlebt hat, dürfte jetzt kommen. Holst du jetzt erst schon deinen Obelisken, Alter? Den kennst du doch. Das hier kennst du nicht. Hast du was am Deck verändert? Oh mein Gott, was ist das? Nicht kratze ab. Das war das Einzige, was ich jetzt machen konnte, Alter. Wir müssen auch gucken, ob wir ein oder zwei Duelle spielen, weil je nach Zeit, gerade geht es ja noch nicht so lang. So, was kann dein Vieh überhaupt? Was mein Vieh, was ich holen will? Ja. Das ist ja eins meiner stärksten Viecher auf jeden Fall. Muss ich aber erstmal aufs Feld bauen. Den mach ich kaputt, ey. Den mach ich kaputt, ey. Aselak, Keller Aselak. So. Das Schlimme ist, ich habe nichts, womit ich gerade irgendwas bewirken kann. Das fuckt mich gerade tierst ab. Also ich werde jetzt, glaube ich, in der nächsten Runde verlieren. Scheiße, ey. Nur um nebenbei mal ein bisschen was zu erwähnen. Ich bin ja, wie gesagt, gerade dabei, den Anime zu gucken. Und Kev, du weißt doch, dass Animes echt dumme Szenen haben. Ja. Die dritte Staffel war richtig geil. In der vierten Staffel fängt es schon wieder richtig dumm an.
Inwiefern? Am Anfang der Opa von Yugi poliert die Götterkarten und dann hörst du nur einen Schrei, wie konnte das passieren? Und dann waren Leute da und haben die geklaut. Ach so, ja, ja, die kenne ich sogar, die Folge, Alter. Beklappt. Ach Mensch, ey. Also ich glaube, die Runde überlebe ich jetzt noch, aber dann ist Feierabend. Nein. Lalalalalala. So, nö. Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. ihr könnt so. Übrigens in dem Spiel wirklich alle Karten benutzen, die es gibt. Die neuesten, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob jetzt, sag ich mal, wenn jetzt gerade welche rauskommen, die direkt drin sind, implantiert. Ist eigentlich immer schon ziemlich aktuell. Das muss man wirklich sagen, das Spiel hängt echt dolle vorne weg. Ja, diese Kartenzone mit dem blauen Kristall und dem roten Kristall, das sind die ganz neuen Monster, von denen ich keine Ahnung habe. Hilft dir das gerade oder machst du das nur so? Nee, das hilft mir. Oh, Harry. Hast du da auch die Klassiker hier, schwarzer Magier und so drin? Ja, schwarzer Magier ist hier auch drin. Ike sogar schon seit Anfang an auf der Hand, aber den werde ich glaube ich nicht spielen. Weil der mir Artwork? Also gibt der verschiedene? Die allererste Version. Achso. Ich finde die andere cooler, die so mit verschränkten Armen da steht. So. Warte. Machen wir das anders. Wir werden jetzt mal. Aber die werden wir jetzt aktivieren. Fuck! Ich hätte vorher noch die Dings aktivieren sollen. Scheiße, Mann. Ja, jetzt habe ich eine Zauber-10-Marke auf der Karte hier verschwendet, leider Gottes. Was? Die wollte ich nämlich eigentlich benutzen. Aber das hat sich jetzt in dem Fall auf jeden Fall erledigt. Leider Gottes. Ja, was denn? Was ist das für eine Scheißkarte? Werfen wir erstmal ab und zerstören. Nein. Kreaturentausch. Oh gut, mal. Scheiße, Alter, dann hat er auf der anderen Seite eine Falle liegen. Oder er hat nur Zauberkarten liegen. Das könnte jetzt auch der Fall sein. Aber wir versuchen es einfach. War jetzt echt dumm. Wenigstens kann er jetzt keinen Kreaturentausch einsetzen und keinen anderen Zauberkarten. Yeah. Wenn ich die UFO-Schildkröte angreifen, kriegt er nämlich das Vieh direkt wieder. Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich hätte die andere Karte zerstören sollen. Nein, ey, scheiße. Aber ja. Ich war zuerst auf der richtigen und dann dachte ich mir, nein. Scheiße, Mann. Okay, gut, dann kann er jetzt doch wieder gewinnen. Das ist jetzt echt Abfuck. Willst du was aktivieren oder was? Ich habe überlegt, ob ich es mache oder nicht. Safe, sicherheitshalber, aber ich habe es gelassen. Das Ding ist, ich habe einen Hexer auf dem Feld, der ist aber nicht offen. Sonst hättest du diese Zauberkarte jetzt gar nicht aktivieren können. Das ist belastend. Ja. Interessant. Ja, auf jeden Fall. Wie es ankommt, wissen wir ja noch. Oh, du hast was verloren. Wie es ankommt, wissen wir ja noch nicht, aber wir werden es jetzt auf jeden Fall erstmal, ich sag mal, eine Weile bringen, weil wir einfach Bock drauf haben. Jojo, ich habe noch 700 Life Points, Junge. Das geht schon ganz schön hart ans Limit. Wenn er mich jetzt noch einmal wirklich trifft, dann ist Feierabend an dem Punkt. Spiegelkraft. Dann greife ich halt einmal nicht mehr an. Das sind echt Hexer. Ja.
Ach, streng genommen kannst du nicht mehr gewinnen mit 700 Punkten. Ich habe eigentlich Karten, nicht. Die locker runterbringen. Ich weiß, ich habe auch Karten, die das verhindern können, aber das Ding ist, zieh die erstmal und zweitens mal. Ja, jetzt kriege ich auf jeden Fall 500 reingedrückt. Das ist echt scheiße. Das ist richtig scheiße gerade. Das heißt, wenn du den jetzt nicht wegkriegst, hast du eigentlich verloren. Mhm, richtig. Oh, üble Sache. Ich habe gerade jemanden beschwört, der mir jetzt eigentlich nur noch eventuell für diese eine Runde den Arsch retten kann. Ich weiß ja nicht, was er jetzt noch liegen hat. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Was ist das? Oh mein Gott, ich verliere wegen einem Effekt von einer Scheißkarte. Nein. Heilige Maria, Jesus. Easy! Ich krieg das gar nicht so hin, Alter. Easy! Ne, krieg ich nicht, dafür ist meine Stimme irgendwie wesentlich. In dem Sinne würde ich mal sagen, war ein schönes Duell, vor allem schönes erstes Duell, das zählt jetzt noch nicht zu den Punkten. Das nächste, was kommt, da werden wir anfangen mit Punkten. Und dann Musik. Ich weiß, dass ich verloren habe, ist in Ordnung. Diese traurige Musik macht mich gerade fertig. Und in dem Sinne sage ich jetzt erstmal auf Wiedersehen und wir sehen uns das nächste Mal. Wiedersehen.